Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Wir beenden heute in diesem Part auf jeden Fall die Warp-Loops-Warp und schreiten dann hoffentlich schnell in die nächste Welt ein. Ja, hallo, duck dich. Wir müssen ja sowieso eine Sache machen, dann können wir hier auch schon verschwinden. Glaube ich, schau mal nach. Nee. Ha! Genau, das war's schon. Okay, so, jetzt haben wir hier. So, schauen wir nochmal nach. In der Statistik haben wir alles haben. Stolze 28 Minuten dafür gebraucht. Respekt. Respekt, Respekt. Dafür, dass wir. Haben wir die erste Welt haben wir in einem Part geschafft, oder? Ja, doch, doch. Ich glaube, die haben wir in einem Part geschafft. Und da sieht man schon, dass das Spiel schon anspruchsvoller wird. So, jetzt werden wir aber noch ein kleines Secret freilegen. Wir müssen sowieso an die Stelle, wo ich jetzt hingehe, die nächste Welt freizuschalten, aber... Ja, wobei, ich schalte es frei, aber ich kann noch nicht hin, weil da müsste ich nochmal das Krokodil werden, wieder dahin gehen. Nein, ich drücke immer den falschen Knopf. Hey, hey. Ich hab was denn? Okay, ich weiß zwar jetzt nicht welcher, weil ich auf irgendwelchen Knopf gedrückt habe. Auf eine der Schultertasten ist das. Das ist die Pink! Kommen wir schon so hoch, oder? Ja. Oder mache ich das jetzt schnell? Da muss man den. Ja, doch, ich mach das nochmal schnell kommen. Ach so, okay. Dann muss ich nochmal schnell zum Mumbo hier hinterlaufen. Aber komm, dafür kann ich euch nicht viel zeigen. Ja, vielleicht. Jetzt seht ihr auch nochmal, was passiert, wenn man wieder erneut in eine Welt geht, die man schon gespielt hat. Da, alle Noten sind wieder da. Alle Gingers. Wo ist denn jetzt zum Mumbo? Ich glaube hier. Ja, hier. Aber die Noten sind ja jetzt komplett irrelevant für das, was wir vorhaben. Schade, dass man dann nicht abkürzen kann. Aber jetzt können wir hier ein bisschen schneller machen, weil jetzt können wir hier die Ecken schneiden. Das bringt einen Mordsvorteil. Ist mir auch schon auf der Xbox aufgefallen. Und nein, ich krieg kein Geld dafür, wenn ich irgendwelche Namen von den Konsolen erwähne. An irgendwelchen Konsolen. Aber naja. Na toll. Das hab ich jetzt auch schon.
Oh. Ah. Schade. Yeah, better, money. So, im Hintergrund ballert gerade Crash schon auf YouTube. Lala, oh, das kommt nicht. Das ist so süß. Da kann die Piranhas auch nichts. Guck mal, das ist nur so langsam. Ich bin auf geheimem Mission zu einem Secret. Ja. Ah, wir bräuchten aber mal wieder leben. Wir klettern jetzt den einzigen Weg hier hinauf. Und das ist die Goldfeder wieder, die wir vorhin schon eingesammelt haben. Magic. Und hier kommen wir nur als dieses kleine Krokodil durch. Anders kommen wir hier nicht durch. Oh, was bist du? Ich bin Cheeto, das magische Zauberbuch. Ich kann euch ein paar tolle Cheats verraten. Schweige, du verlaustes Buch, sonst trifft dich mein böser Fluch. Die Hexe hat das Buch verschlammt. Ihr habt mich gefunden. Das ist eure Chance. Die werden wir auch nutzen. Rücke mit den Cheats heraus, Zauberbüchlein. Einen Zauber will ich verraten. Gebt auf dem Boden der Sandburg an der Treasure Trove Cove den Code Blue Axe ein. Danke, Meister Cheeto. In Mutillas Hexenhöhle sind noch andere Bücher versteckt. So, haben wir sozusagen einen Cheat erhalten. Damit könnten wir dann doppelt so viele Eier tragen. Also statt, wie können wir sagen, 50, glaube ich. Der Vogel steht bald nicht mehr still. Dann dreht er sich auf meinem Grill. Und was ist mit Benjo? Ich hätte jetzt nur was vom Vogel gesagt. Wir planschen im Piranha-Sumpf. Piranha-Sumpf. Wir auch. Mombo mag ihn gleich aus. Zauber alle. Voll cool. Ja, natürlich! Du behinderter Ficker. Da konnte ich jetzt halt echt nichts machen. Jetzt geht's also endlich noch weiter hier. Oh, oh. Das war nicht der Plan. Oh. So, Leben ein bisschen auffüllen. Wir haben die Tür geöffnet und verbeugen uns. Na, na, nu. Oh, was ist das denn? Warum ruckelt es? Oder bilde ich mir das nur ein, dass es ruckelt? Ah nein, halt, da bin ich falsch. Das. Nein, ich bin mir nicht ein, dass es ruckelt. Ich habe gerade nur 18 FPS. Warum habe ich nur 18 FPS? Spiel. Und wie liegt das hier an der Gegend? Ich weiß es ja nicht. Boah. Ich will, dass es wieder flüssig läuft. Doch, das ist flüssig gelaufen. Der Bär und Vogel sind so dumm, laufen nur im Kreis herum.
sagte die hässliche Hexe. What? Genau so kommen wir zu diesem Puzzle. Haben wir doch noch ganz, also was heißt ganz schön viel? Haben wir was noch erreicht? Zwei Puzzles in dem Part? Immerhin. Dafür, dass heute bisher noch nicht so viel passiert ist, so weltbewegendes. Doch, ich habe hier auf dieser Ebene habe ich weniger FPS als auf den anderen. Hier sind sieben, aber naja. Nein! Ah, nein! Hoffentlich ist es dann in dem Level, weil hier ist auch ein Level, ist es dann auch so ähnlich auch geworden, dass es dann. Ist es dann nur umlegt in dem Level. Habe ich gerade ein bisschen Panik vor. Nein! Spinnennetze gehen durch Eier kaputt. Da lernt ihr es, Kinder. Yeah, ich habe eine Abkürzung geschaffen. Die Abkürzung erschlacht viele Laufschuhe. Aber ich muss nicht in den Kessel. Da ist dann die nächste Welt. Aber Moment noch. Da ging es jetzt zum Beispiel weiter. Aber ich will erstmal hier hin. Nein! Boah, zum Glück ist der leer. Das hätte ich mir gerade richtig. Oh, das ist ein Brentil. Was sagt sie uns denn, die nette Brentil? Zum Frühstück ist die zerquetschte Vorschau. Zum Abendessen gibt es Schneckenfleisch. Das Warzengesicht liegt zum Nachtisch Augapfleisch drin. Ekelhaft. Oh, ihr armen Schatzis. Eure Energie ist etwas matt. Ich werde euch mit persönlich aufgeschrieben. Bla 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 bla. Ja, hat so viel gebracht. Dann sind wir auch schon am Freezy Peak, im Freezy Peak. Am Freezy Peak, im Freezy Peak. Diese Welt hat eine Meinung für euch bereit. Was sie noch findet. Naja, gut, viel kann ich hier auch nicht. Oh, war ein Eisbären! Wo sind meine Geschenke? Unser Papi Pauki wollte uns etwas mitbringen und ist schon lange weg. Ja, aber erstmal den Mumuschädel aus dem Haus plündern. Kinder haben schon nichts zum Spielen, komm, plündern wir noch. Voll gemein. Rutschen. Aua, es hat etwas Bauchschmerzen. Ich hätte, wenn sie funkeln, dieses funkelnde Lichtfutter empfohlen. Bitte helft dem armen Bobby. Oh. Ja, wir werden es versuchen, Bobby. Box da. Porsche Box. Ey. Ey, jetzt hör auf. So, wir haben die ersten Noten der Welt. Sammeln wir weiter hier im Hallo. Das ist auch wahrscheinlich das Einzige, was wir bisher hier sammeln werden heute. Ah ja, diese netten, tollen Schneemänner. Hallo, Kamera. Boah. Also, Kamera läuft nicht einwandfrei hier. Noch ein Eco. Das Geschenk. Ha! Ich bin ein Geschenk, ich mache traurige Bären glücklich. Nein, nein, nein! Nicht. Nein, nein. Pesch die Welt. Dann beendige. Oh, Hilfe. Beende ich hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.